Jetzt geht es ums Duschen an. Die Dusche funktioniert bei uns, also das heiße Wasser kommt von unserem Cooker. Der Cooker mischt es dann durch und wir haben innen drin ein angenehmes, warmes Wasser. Und jetzt schauen wir mal rein, wie wir das Ganze bedienen. Wir haben eine schwenkbare Türe und damit wir die verschließen können, drehen wir als allererster unsere Toilette. Die wird quergestellt und im zweiten Schritt machen wir die Schwenktüre zu. Genau. Ja, voilà. Und schon können wir duschen. Ne? Und nachdem wir mit dem Duschen fertig sind, ist eigentlich nur wichtig, dass man die Wände vielleicht wieder sauber macht, dass man es wieder abzieht, das Ganze, dass es trocken ist. Und oben drum dann den Lüfter einschaltet, damit die Feuchtigkeit wieder schön entweichen kann. Und jetzt, das braucht man nicht jedes Mal machen, aber hin und wieder ist vielleicht mal wichtig, dass man wirklich sagt, jetzt reinigt man mal das Ganze. Und da haben wir eine Besonderheit, das ist quasi die Revision. Schauen wir mal rein. Wir haben nämlich eine Dusche, die wirklich einen Randablauf hat. Also es ist absolute Besonderheit für Expeditionsmobil. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man den Deckel da unten rausbringt und dann gut zur Reinigung hier kommt. Wir brauchen eigentlich nur ganz ein normales Messer, fahren den Rand rein und hebeln den Boden leicht hoch und dann können wir halt locker rausnehmen. So. Jetzt mal den hoch. Kommen wir halt wunderbar hin, damit wir einfach halt die Dusche mal innen wieder sauber machen, damit die ganzen Haare und der Schmutz jetzt wegkommt. Ich weiß, ist eine traumhafte Arbeit, also das, wo eigentlich wirklich keiner machen mag, aber es gehört halt auch dazu, damit es wirklich sauber bleibt alles und man lange Freude damit hat.